Und damit, meine Lieben, sage ich herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Ja, leider sind wahrscheinlich schon der größte Teil der YouTuber alle an der Stelle vorbei, aber ist mir sowas von egal. Und zwar machen wir in der Hauptstory weiter, und zwar die Cool Route. Ich habe mich darum gekümmert, dass wir so ein bisschen Upgrade haben, aber halt nur ein ganz bisschen, da ich noch keine lilanen Sachen so gefunden hatte. Was ich jetzt hoffe, dass wir nach der Cool Route ja sowieso dann Aether besitzen. Und sobald wir Aether dann besitzen, kommen wir dann auch gebietstechnisch weiter. Und ich hoffe, dass wir dort bessere Sachen finden und halt auch mehr aushalten. Bessere Klamotten, bessere Waffen und so weiter und so fort. Und das wird. Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Alles klar. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns dann so schnell wie möglich noch höher upgraden können. Ja. Die Kohlrut sollte bald beginnen. Genau. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Genau. Und an Aether. Ja. Genau. Wie sie schon gesagt hat. Sprich mit ihm, wenn du bereit bist. Eigentlich müssten die noch was zu uns sagen, aber egal. Genau. Da drunter. Da drunter ist es. Hui. Hier geht es wohl zur Arena. Also an dieser Stelle, wenn ihr mehr Nebenquests zu einem Kampfring umgebaut. Genau. Genau. Wenn ihr mehr Quests, also Nebenquests sehen wollt, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann schaue ich, dass ich euch ein bisschen mehr an Nebenquests bringe. Genauso, ihr könnt auch gerne reinschreiben, wenn ihr vielleicht mal solche Ruinen sehen wollt, wie ich das halt durchfuchse. Ich habe halt einen zweiten Spielstand, das wissen viele. Und da habe ich halt schon hier und da auch ziemlich viele Ruinen gemacht, da es verdammt viel XP dafür gibt. Würde ich euch empfehlen, auch diese Ruinen mitzumachen. Es gibt, wie gesagt, verdammt viel XP, ne? Also, wie gesagt, oder noch mehr von der Welt sehen wollt, dann sagt mir gerne Bescheid. Dann schaue ich mal, was ich euch so zeigen kann. Und genau. Ich rede schon wieder zu viel. Aloy, du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kul Rut bevor. Einige nehmen teil, andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Natürlich noch ein paar Fragen, bevor wir das machen. Der Hain, die Arena, alles Teil desselben alten Gebäudes? Ja. Hier erinnert sich das Land an die Opfer der Zehn. Ihre Taten werden nie vergessen werden. Welche Opfer? Laut der Vision gaben sie dort unten ihr Leben in einem Kampf gegen Maschinen. Wir ehren sie, indem wir dort die Kulrut abhalten. Ich weiß, wo ich sein werde. Was ist mit euch beiden? Ich werde natürlich hier beim Häuptling sein. Wenn uns der Kampf erreicht, werden wir unsere Gefallenen rächen. Wenn es soweit kommt.
Die Verteidigung hält schon. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Alles klar. In der Truhe ist Rüstung. Nimm sie. Sie könnte nützlich sein. Gut, möge... ...geschützt sein. Sei wachsam. Das ist eine Zeremonie. Die Nachschelle werden wieder antreten. So, einmal kurz... Ja, genau, die Waffen, die wollte ich upgraden, die kann ich leider noch nicht upgraden. Outfit habe ich geguckt. Mal schauen. Ach, scheiße, der Sonnenflügel-Schildwerfer würde jetzt fehlen. Das ist natürlich jetzt kacke, aber das ist nicht so schlimm. Lanzenhorn, Bohrhorn. Ah, wollt ihr mich verarschen? Ich habe doch erst heute welche gemacht. Kann ich schon gar nicht mehr sehen. Naja, die hinteren, diese grünen, also die mache ich gar nicht mehr. Weil lohnt tun sich die jetzt auch nicht mehr. Da wir uns jetzt auf blau und lila fixieren werden. Und genau. Und dann kurz mal noch an die Kiste. Ein paar Rohstoffe mitnehmen. Ich hatte ja geguckt, dass ich zumindest munitionstechnisch alles habe, was ich jetzt gleich brauche. Genau. Das ist ein... Ich will mal hinflitzen. Du erlebst hier gar nicht so viel Zeit vergeuden. Seine beste Zeit schon hinter sich. Zack, zack. Mit seinen Schlägern. Da. Seht, Kameraden. Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. Seitenhieb. Richtigen Seitenhieb. Verdient hat das, ne? Wie ein kleiner Feigling hinter seiner Mauer sich zu verstecken. Hikaros Verteidiger sollten am Ende dieses Abends sein. Aber wir müssen es schaffen. Doch schon. Wir sind bei diesem Kampf nicht alleine. Na, Spiel, fang jetzt hier nicht an zu ruckeln. Die Maschinen müssen weg. Denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kulrut von unten. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regala hat ihre Tricks, aber wir haben dafür dich. Die Kur gut beginnt. Benack! Die Kulrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer! Lass die Beute los. Kämpfer, tretet vor. Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn.
Greift aus der Luft an, so wie sie. Und holt euch den Ruhm. Wehrt sie ab! Verteidigt die Kuhlrut! Reicht aber. Jawohl. Die kleine Maschine, der erwischen wir gerade nicht. Doch, hast du erwischt. Na, komm. Jawohl. Sehr schön. Geschafft. Das sind doch nicht alle. Das ist nur nicht alles. Da. Was ist das? Ich weiß nicht. Haltet die Stellung! Los! Oh nein, die hat mich durch den Boden gegraben. Du schon wieder. Yeah.
Wieso kann ich mir nicht denken? Apropos, wieso sagt mir keiner, dass ich die falsche Klamotte anhab? Säure. Das Ding muss als erstes weg. Los, schnell zur Waffe! Ich locke das Ding zu mir, dann schießt du! Aloy, die Klappe war zu groß. Ich wollte gerade sagen, was war jetzt los? Ich weiß, dass es Wasser war. Die da drunter können wir leider noch nicht ansehen. Das Ding vernichten und Regale einholen. Ja. Ich feuer in die Tonacht ein paar Schüsse aus der Balliste. Hat die Sau mir. Sobald die einen mit Wasser erwischt, haben sie schon festgestellt, also mein Freund und ich, dass die Pfeile nicht mehr funktionieren. Gott. Oh, das war zu viel gerade für die Konsole. Da war gerade was zu viel. Alter, was war das denn jetzt? Was war denn das jetzt? Alter. Schlange, du musst nicht mehr. Schlange muss ich ja normal auf. Ich sag ja, der Scheiß unter ihrem verfickten Ding ist weg. Du wirst töterisch. Wir können auch andere Sachen aufsetzen. Oh, Scheiße. Das mit dem Turm, das hast du mir aber nicht in die Beschreibung geschrieben. Ach Scheiße, Feuer und Eis mag ich nicht. Ja, bin doch schon dabei. Oh ne, das mochte ich damals schon nicht, wenn die sich in den Boden eingegraben hat. Mistkröte. Meine Feuerpfeile funktionieren wieder. Aber ich habe keinen Schutz mehr. Ah! Auf.
Anführerin! Wir laden nach! Ja, ja. Mist! Sie ist zu nah! Weglocken von der Ballette! Mann, wieso funktioniert das nicht so, wie ich das damals gemacht habe? Du bist so witzig, weißt du das? Das ist meine Chance. Jawohl. Eine Sache kann ich zumindest nicht mehr. Oh oh, oh oh, oh oh. Was ist das, ihr Scheißernst? Geh mir nicht auf den Sack. Ach schön, jetzt kriege ich auch mal die Anzeige. Zum Glück kriegt ihr es zu sehen, weil ich habe es damals nicht zu sehen gekriegt, tatsächlich. Jawohl. Ich hasse die Dinger. Regal hast du hinter Hikaru und Kotalo her. Ich muss zu ihm. Hey Aloy, da sind wir zumindest schon mal zwei, ne? Ich mag sie ja auch nicht. Okay, die sind mir, glaube ich, sogar immer noch besser als ein Panzerschnapper. Scheiße, wurde gerade stiller Schlag angezeigt. Ach, scheiße, das hat sie nicht erwischt. Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Und wer dann zu Hikaru hält, wird vernichtet. Stillgestanden. Gut gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los! Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Bei unserem ersten Treffen
Erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt? Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh. Und erfüll deinen Auftrag. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern, wie an die der Zehn. Das, was wir die ganze Zeit haben wollten. Hier ist es. Ether ist unten. Was war das hier? Da. Die Konsole. Na los, Etta. Zeit, nach Hause zu gehen. Ja. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Ether-Unterfunktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese erschien gerade. Steckst du dahinter? Veränderte Visionen. Die hat Häuptling Hekaro inspiriert. Noch mehr Zeugnisse der Alten? Hört nur die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday, die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen, vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Die Zukunft, durch die Linse der letzten Zeit betrachtet, macht uns Angst. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. Und genau das wollte er auch erreichen. Damit. Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ich begleite dich. Aber Hekaro braucht dich. Dank dir hat er neue Marschälle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Widme ihr das, was ich noch geben kann.
Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? So. Da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Wegs. Mach ich, Aloy. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg. Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir? Das wird interessant. Gut, ich muss Aether zurück zu Gaia bringen. Durch Aethers Entnahme haben sich die anderen Hologramme verändert. Das könnte ich mir anschauen. Ehre und Kraft. Ich weiß auch nicht mehr als genau, die Hologramme sind natürlich jetzt alle richtig sichtbar und ergeben natürlich auch Sinn, ne? Was sie vorher halt nicht haben. Aber das gehen wir jetzt nicht unbedingt durch, ne? Wir beenden das Ganze. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal bei Horizon Forbidden West und dann geht es hier weiter. Ja, mal schauen. Es gibt hier haufenweise Nebenmissionen. Aber wir werden erstmal die Sache noch mit Gaia und Aether machen. Und dann habe ich schon wieder ganz andere Pläne, was die Nebenquests angeht. Aber auch hier und da sind halt noch ein paar welche zu machen. Hier zum Beispiel in Pfeilhand zum Beispiel gab es eine Nebenquest, die ich gerne mit euch machen würde. Genau, und das machen wir dann halt alles übernächstes Mal, würde ich sagen. Und ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal bei Horizon Forbidden West. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin, ciao, ciao.